Nur auf dem Eskimo-Mond kam heute früh ein Kind ans Licht. Es wird nicht. Da steht Stefan Kraftschick plötzlich wieder auf der Bühne in Brandenburg. 1987 hatte er in der DDR Berufsverbot erhalten, doch seine Texte und seine Musik haben das zusammengebrochene DDR-Unrechtssystem überlebt. 1986 hatte er in der Gotthardkirche sein letztes Konzert in der Vorwendezeit gegeben. Damals war er schon ins Visier der Stasi geraten. Alles fing damit an, dass ab Mitte der 80er Jahre seine Texte gegen die Politik der SED-Bonzen immer kritischer wurden. Weil keiner dort die Akten füllt, sobald sich mehr ins Leben rollt. Die Ordner wurden kurzerhand im letzten Winter angebrannt. Zuerst wurden mir vom Kulturminister zwei Lieder verboten. Und dann stand ich auf der Bühne und dachte, na jetzt würde das eigentlich passen. Und da habe ich natürlich gesungen. Ich kann mir doch von dem Bonzen nichts verbieten lassen. Der kennt sich in seiner Politik aus, aber doch nicht auf der Bühne. Und das ist natürlich, wenn sich der Junge nicht an das sagt, was der Vaterstaat, an das hält, was Vaterstaat gesagt hat, dann ist es natürlich irgendwann aus. Dass er sich immer offener gegen den Staat positionierte, lag auch an seiner damaligen Frau, der Theaterregisseurin Freya Klier, die ihre Abneigung gegen das System offen zeigte. Die Reaktion der Staatssicherheit blieb nicht aus. Auf mich und meine damalige Frau Freya Klier waren 80 Spitzel angesetzt. Wir waren also rund um die Uhr überwacht. Die Wohnung war verwanzt, Telefonverwanzt, Postkontrolle und all diese Dinge. Doch Kraftschick und Freya Klier ließen sich vom System nicht mehr auf Linie bringen. Sie hatten Kontakt zu Westmedien wie dem Spiegel aufgenommen, der in Westdeutschland breit über die Drangsalierung berichtete. Der Höhepunkt der Verfolgungskampagne war wohl ein gezielter Mordanschlag auf das Ehepaar. Wie sich später herausstellte, hatte die Stasi das Auto der beiden Systemkritiker mit Nervengas präpariert. Stefan Kraftschick ist heute wieder in der Lage, darüber zu sprechen. Wir sind von der Autobahn runtergefahren und auf einmal beschlagen die Scheiben innen. In 0, nichts ist das Auto innen völlig beschlagen. Freya fängt an zu schreien und hält auf den Brückenpfeiler zu. In letzter Sekunde habe ich dann das Lenkrad rum, also mit Sekunde, in letzter Zehntelsekunde habe ich das Lenkrad rumgerissen, wir sind getrudelt. Die dunklen Zeiten, so dachte man, seien doch längst überwunden. Auch Stefan Kraftschicks Leben kann nach einem solchen Vorfall nie wieder ganz unbekümmert sein. Sich vorzustellen, dass manche Menschen in der Institution nur dafür da sind, um sich Schlechtigkeiten auszudenken, das ist doch krank. Ne? Und es verdient eigentlich nicht, dass man sich da hinein versenkt, um diese Menschen zu begreifen, warum die das machen. Aber wenn man dann damit konfrontiert wird, dann bleibt einem gar nicht anders übrig, als sich damit auseinanderzusetzen. Was ihm aber geblieben ist, sind seine Gedanken und auch neue Lieder, die er bei der Konzertlesung mit exzellentem Gitarrenspiel vortrug. Ein schönes Licht. Lass uns heute Hochzeit feiern. Heute erkennst du mein Gesicht. Morgen bin ich schon ein anderer. Mich verwandelt jeder Tag. Gib mir heute deine Hände. Heute schlägt mein Herz so stark. Gib mir heute deine Hände. Dabei hatte Kraftschick in der DDR ganz systemkonform angefangen, nach dem Abitur Konzertgitarre studiert und seine Anerkennung als Berufsmusiker gefunden. 1981 hatte er sogar den Chanson-Wettbewerb des Staates gewonnen. Doch irgendwann wollte er sich einfach nicht mehr vorschreiben lassen, was er zu singen habe. Ach, wir waren im Leben niemals in Gefahr. Aus den offenen Wunden fließt jetzt roter Wein. Nur die schon verblutet können nicht verzeihen. Die Situation eskalierte, als er dann sein Berufsverbot mit einem Plakat bei der Karl-Liebknecht-Rosa-Luxemburg-Veranstaltung 1988 anprangern wollte. Ich hatte am 17. Januar zur offiziellen Rosa-Luxemburg-Karl-Liebknecht-Demonstration wollte ich mit einem Plakat, so ein selbst gemaltes Transparent gegen Berufsverbot in der DDR, wollte ich mich unter die Demonstranten mischen, aber eben wie gesagt, wir waren halt völlig überwacht und ich wurde schon an der Straßenecke verhaftet und das war naiv von mir. Ich hätte eigentlich im Bette bleiben sollen, es war früh um 8, weil die haben nur einen Grund gesucht, um mich zu verhaften und wurde ich eben mit bis zu 12 Jahren Gefängnis bedroht. Er kam zusammen mit seiner Frau Freya ins Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen.
Der Liedermacher wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt. 16 Tage war Kraftschick eingesperrt, dann ließ ihn das Regime in den Westen ausreisen. Sie hatten ihm angeboten, Verbüßung der Haft oder er verlasse die DDR sofort. Kraftschick entschied sich für den Westen. Ein Zurück in die DDR gab es nicht mehr. Der Künstler brauchte seine Zeit, um wieder Songs zu komponieren und aufzutreten. Am Abend des Mauerfalls stand Kraftschick auf der Bühne der Alten Oper in Frankfurt am Main mit einem Brecht-Programm. Ich wusste da noch nicht, dass da irgendwas mit Mauer oder so, sondern es hat dann hinterher mir erst vor ein paar Jahren mal einer aus dem Publikum gemailt, dass er sich gewundert hat, wie ich das alles so machen konnte, ohne da in Tränen auszubrechen. Aber ich wusste da von diesen Dingen nicht und wäre wahrscheinlich auch, wenn ich es gewusst hätte, nicht in Tränen ausgebrochen, weil die Kunst, die steht dann schon eher höher als die eigene Betroffenheit. Und dann im Hotel habe ich meine damalige Freundin angerufen in Hamburg und die sagte mir, die Mauer ist auf, habe ich den Fernseher angemacht und siehe, es stimmte. Und da habe ich zur Minibar, in die Minibar gegriffen und mir eine kleine Flasche Gorbatschow herausgeholt und habe damit auf diese Veränderung angestoßen. Ja, und bis heute tourt der mittlerweile 59-Jährige durch die Lande, liest aus seinen Büchern, schreibt Gedichte und neue Songs. Er ist mit sich im Reinen und hegt auch keinen Hass mehr gegen seine früheren Peiniger. Er hat das Paradies in sich gefunden. Davon konnten sich auch die Besucher im Foyer des Theaters überzeugen. Kinderzeit ist keine Zeit, sie bleibt als stetes Raunen. Heute dient sie mir als Zeitvertreib und Übung im Bestaunen.